Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Total War Shogun 2 oder Shogun 2 Total War oder was weiß ich. Ihr wisst ja langsam. Ja, immer noch ein bisschen erkältet. Ja. Eigentlich habe ich ja versprochen, bei 15, 20 und so weiter, ab sofort immer eine halbe Stunde zu drehen. Problem nur, sollte Donnerstag ist. Donnerstag ist ganz schlecht, denn da habe ich Mittagsschule. Kennt ihr ja vielleicht, wenn ihr noch selber zur Schule geht oder schon was oder zur Schule gegangen seid. ja, und deswegen ist es ganz blöd und deswegen kann ich nur 15 Minuten aufnehmen, weil ich muss nämlich in einer Stunde wieder in Schule und dann, ja, naja, das als kurze Hintergrundinformation. Dann reißen wir die hässlichen Stellen hier ab. Braucht sowieso keiner, wobei ich mir gerade überlege, was können wir denn da? Ah, doch. Wenn wir jetzt hier noch einen Katana-Dojo bauen, also diese Schwertschmiede oder was weiß ich was, dann wäre es richtig gut. So. Okay, eine Runde. Das sieht schon mal nicht schlecht an. Medi die Zucker. Ihr zwei, chillt euch mal darüber. Komische Stadt da, Hitzen. Oh man, minus 5. Ui. Jo. Minus 5. Minus 1. Wie viele brauchen wir eigentlich noch hier zu stellen? Ah, okay, gut, jetzt haben wir gelb. Dann schicken wir die zwei Noobs mal hier rauf. Und dann müssen wir mal eine Runde warten. Sogar zwei, weil es gleich wieder Winter ist. Ihr kennt's ja. Also, mein Ziel in dem Teil ist erstmal Butzen einzunehmen. Butzen. Und dann mal zu schauen, was wir als nächstes machen. So. Feindlicher Ninja entdeckt. Unser Ninja wurde entdeckt. Feindlicher Ninja wurde entdeckt. Ist vielleicht nicht so ganz toll. Tamaleng. Wo steht unser Ninja? Hallo Ninji. Wo bist du denn? Da hinten. Das ist ja ganz doof. Ui, und tot. So wie zumindest. So, jetzt, was machen wir denn jetzt? Hier könnten wir jetzt rein theoretisch mal. Was bauen wir denn hier? Komm, bauen wir auch mal einen buddhistischen Tempel. Und dann können wir die Armee hier rausziehen. Ja, da war ein Sinneswandel. Ach so, weil wir das die Festung aufgebaut haben. Ach, deswegen. Ja, klar, Leute, logisch, klar. Müssen wir hier auch machen. Können wir das hier nämlich genauso. Und unsere Hauptarmee lassen wir mal hierher stiefeln. Lauf. Ups, ja, wir können mal mit den Tsutsuni. Oh oh, Leute, wir, ich sag ja nur so, wir kriegen noch richtig viele große Gegner, ey. Alter, und die Besho sind auch so riesig. Das waren dann nicht mal die Hattori, das waren die Besho. Zeit und Hallo. Handel. Zeit und Ehre werden. So, jetzt haben wir mit anderen Handels- oder Rechte oder Krieg, wo wir kennen. Mit den Dings müssen wir doch sogar, ja, mit den Chozukawa haben wir ja sogar ein Bündnis. Ach, wie nett. Ja, so wie
was soll ich sagen? Ja, ich bedanke mich nochmal für alle netten Kommentare. Und ich wollte sagen, dass ich wahrscheinlich werde ich keinen vorerst mal keinen. Es sind genug mutige Männer gefallen. Nein. Vorerst werde ich erstmal keinen Vasallen haben. Weil wir haben erstens noch genug Handelspartner und zweitens können wir. Die Städte bringen mehr, wenn wir anscheinend irgendwie nicht Handel treiben mit denen. Beppu haben wir eine Hafenblockade, das wissen wir, das ist da drüben. Kobayakawa Yukio. Ah ja. Ihr greift es nie mal an. Also die Schlacht brauchen wir nicht spielen, das sind nur so blöde Handelsschiffe da. Und tschüss. Würde ich doch mal fast sagen. Da sind keine Reparaturen notwendig. Sind dann Reparaturen notwendig? Nee. Wo noch nicht? In allen anderen schon. Also dann schicken wir die jetzt mal kurz eine Sekunde nach da unten. Was macht ihr da so? Bei Show, alles klar. So, dann fällt jetzt gleich Putzen. Verbesserte Präzision. Toll für euch. Tschüss. Also ihr müsst mir eingestehen, wenn ich solche Schlachten nicht spiele, also das ist ja richtig lahm, also dann weiß ich auch nicht mehr, vor allem braucht es so ewig Zeit dann trotzdem noch. Wir bauen wieder die Feste aus. Oh, cool, wir haben hier einen Handwerker, plus 100 auf Wohlstand dieser Provinz durch Handel, plus 5%, plus 5 auf Genauigkeit in der in dieser Provinz rekrutierten Einheiten, plus 5 Kisten Luxusgüter. Das können wir entweder im Fall machen. Dann haben wir halt 200 Einnahmen, immer noch 5 Kisten von Luxusgütern und plus 10 auf Genauigkeit. Oder eben 10 Kisten, 300 und dafür halt immer noch 5 in Genauigkeit. Wir machen das hier, wir brauchen nämlich das Geld, um ehrlich zu sein. Geld kann man nie genug haben, dann bauen wir den Hafen auf, den Farm aus. Ich überlege gerade, brauchen wir hier einen Bogenplatz? Brauchen wir das? Ja, komm, den lassen wir mal hier. Ups, stimmt doch. Was mache ich denn? Bauen wir den von mir aus noch aus. Aber diese komische Stelle können wir abreißen. Braucht man nicht hier. Dafür haben wir, also ich sag euch jetzt mal eins. So. Hier haben wir im Prinzip unsere Schwerter. Hier. Eigentlich sind die drei Städte eher so zum Geldgewinn. Hier ist unsere Hauptproduktionsstätte der Armee, wie ihr hier seht. Wir werden jetzt hier das Schloss bauen, dass wir da noch Schwerter machen können. Dann hier haben wir im Prinzip auch viel Wirtschaft und hier haben wir auch viel Wirtschaft. Und hier haben wir halt einen Bogenschießplatz wegen diesem Präzisionsdings da. Aber mehr auch nicht. Also hier werden hauptsächlich Kavalleristen gebaut und andere Truppen außer Bogenschützen. Und Bogenschützen werden hier gebaut. So, ganz einfach. Okay, es passt eigentlich. Soweit. Unser General kann aufsteigen. Geben wir dem mal zweimal diese Bewegungsreichweite und dann noch plus zwei Bewegungsreichweite. Alle Einheit minus 5 Wahrscheinlichkeit auch für Attentate. Machen wir mal diesen hier. Dann haben wir nämlich jetzt 12 Bewegungsreichweite. Aber warum steht da 28? Hä? Achso, das sind 20 Bewegungsreichweite und dann noch die 2 von dem, hey. Ach, egal. So. Ach, in der Stadt brauchen wir schon gar keine mehr. So ist das natürlich auch richtig schön. Und ich muss gerade zugeben, dass ich glaube, so weit habe ich mit den Shimatsu noch nie gespielt. Das kommt wieder so ein cooles Attentatsvideo mal wieder. Oh, unser Ninja. Oh. Jetzt kommt wieder der mit dem Gift, ey. Das ist sein Lieblingsding, oder? Scheiß es ja nicht. Boah, ich sag's dir. Tropf.
Ja, schön was trinken. Ah ja, bist du ein Lieber? Ja, was trinken. Schön. Und runter mit. Ja, schmeckt ganz gut. Hab ich du ein Feiner. Und jetzt nibbel ab. Tschüss. Hast du gut gemacht, Ninja. Du hast deinen Ninja-Feind getötet. Finde ich super. Zielperson gemeuchelt. Und er ist schon ran aufgestiegen, unser Ninja. Und geben wir dem jetzt mal... Ja, wir machen das hier. Exotische Waffen. Erhöht die Erholungszeit für durch Ninja-Verwundete um 2. Aber das ist eigentlich ganz nett hier. Diese Dinge hier. Machen wir mal Weide drauf, dann ist das nämlich jetzt auch fertig hier. So. So, so, so. Wie lange brauchen die denn hier? Eine Runde, eine Runde, eine Runde, eine Runde und... Eine Runde, schön, so mag ich das, wenn man nicht ewig warten muss. Also kurze Merkung, Runde beenden. Kurz zum Merken. Wir haben 3 Städte erobert, innerhalb von 2 Runden oder 3, ohne dass wir Truppen verloren haben fast. In einer Stadt 0, in der anderen 20, oder nee, in einer 10, 22, gerade eben, glaubst 43 oder so, naja, keine Ahnung. Und weiter geht's. Und weiter geht's, schön. Jetzt, sind auch wieder froh hier. Die noch nicht ganz, doch noch nicht. Aber jetzt kommen ja die hier, wackeln da rein. Machen wir halt eine Sekunde kurz das aus. Dann überlege ich gerade, ob wir jetzt noch Nagato angreifen sollen. Nee, ich glaube, das kundschaften wir jetzt erstmal mit unserem Ninja aus. Ich habe nämlich nicht sonderlich Lust, dass da gleich eine Fullstake auf uns wartet. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass da keine Fullstake steht. Es wäre natürlich schön, wenn wir uns die 3, 4 Städte hier schnappen können, ohne dass hier irgendwas passiert. Kennt er ja. So, Flotte. Ach ja, wie schön. Und die letzte von unserer Flotte hier. Unserer Flottenflotte. Haha. hallo? Achso, das sind immer noch die. Die müssen wir dann irgendwie demnächst mal ausschalten, weil die nerven mich, um ehrlich zu sein. Bauen wir hier mal noch eine mittlere Buhne. Oder vielleicht auch 2, ja. Was haben wir denn hier alles? Mittlere Buhne, Sengoku-Kubune, Bogen-Kobaya, ja, oh, das passt. Hanjo und Yasha. Bin ich deiner Meinung. Ich habe keine Ahnung, was er redet, aber... Kennt er ja. So. Ui, nett. Also wenn es zur Schlacht kommen sollte, okay, dann werde ich die erst im nächsten Part bringen und dann die Schlacht, das Dings aus abbrechen hier. Gut. Von mir aus. Von mir aus. Keine Ahnung, was das soll, aber... Hey, diese blöden Mori-Kacker da, ey. 3 große Schiffe, das würde den auch nicht viel nutzen. Attentat ausführen. Oder wobei, das lassen wir und machen mal. Armee sabotieren wird wahrscheinlich nicht klappen. Ach komm, töten wir halt mal einen von denen wenigstens. Wo haben wir den mit 60% und tschüss. Hoffentlich kommt wieder das mit dem Gift und wie hat er das? Hat er ein Händchen dafür? Ach, er ist wieder. Ach, kommt wieder das Gift. Ach, schön. Ist ja witzig, dass bei manchen Attentätern kommt immer
fast selbe immer das mit dem Gift kommt bei dem hier. Irgendwie kann er das halt da gut. Ich weiß nicht warum. Stirb, du kleiner Drecksack. Sorry. Und trinken. Hey ja, komm runter mit. Lecker. Hä? Sonst geht's noch, oder? Hey, aber dann mal ganz im Ernst, wenn ich ein Schwert oder so dabei hätte, wäre ich jetzt runtergesprungen und hätte den Kopf aufgeschlitzt. Ganz im Ernst. Depp. Kohiba, Yasutoru. Ja, ihr wisst. Aber die haben eine relativ große, starke Armee, muss ich sagen. Aber das Schöne ist, sie haben keine Schwertkämpfer. Und damit können wir dann mit unseren Schwertkämpfern die töten. Und wäre ja zu schön gewesen, hätten die hier keine Truppen gehabt, fast. Ich glaube, mit denen verpissen wir uns mal in die Stadt. Mit denen dahinter. Die schicken wir in die Armee. Mit denen auch in die Armee, so. Das können sie ruhig kommen, ihr Noobs da, ja. Was machen wir denn hier? Komm, Sackgeschenke, wir brauchen Geld. Ich finde sowieso, dass wir abartig viel Geld bekommen. Naja. Mir soll es recht sein. Können wir hier eigentlich noch so einen komischen Mönch da anheuern? Ja. Ach, wie schön. Ach, der Teil geht sowieso nur noch 2 Minuten. Dann passt das schon. Kokukuru. Kokukuru. Ist mir gerade so eingefallen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht hier platt gemacht werden. In der Stadt ist ja nicht so schön, um ehrlich zu sein. Siedlung wird belagert. So. Und es gibt die Schlacht. Ach, wie schön. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier einen Cut. 1 Minute und 15 Sekunden zu früh. Aber wen interessiert's? Dann geht's nächstes Mal mit der Schlacht hier weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So wie immer, hoffe ich das ja. Ja, ihr könnt noch hier die feindliche Armee bestaunen. Unsere Armee, die natürlich viel, viel besser ist. eigentlich ja nicht, aber ja. Wobei unsere haben mehr Erfahrungspunkte als unsere Gegner, naja. Und hier noch die eine Einheit Verstärkung und unsere Verstärkung. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.